Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zur, ja, ich kann jetzt das überhaupt, letzten Folge von Killzone Shadowfall. Denn in der letzten Folge, da haben wir ja die Waffe sichergestellt. Wir haben den Obermufti abgeknödelt. Und ja, wir sind auf jeden Fall schon in den End-Cutscenes gewesen. Was laber ich eigentlich gerade für einen Scheiß? Also wir waren in den Cutscenes, Punkt. Und ja, jetzt haben wir aber danach gesehen, wie geht es noch ein bisschen weiter. Deswegen kann es sein, dass das jetzt noch gerade an das letzte Video drangehangen wird oder dass es halt eine komplett neue Folge wird, weil ich muss ja schließlich auch noch ein Fazit ziehen und ich will das ja nicht urlange machen alles. Deswegen, ja, lasst uns gar nicht lange fackeln. Lasst uns einfach mal direkt rein in den Bums gehen. Tag! Hier kommt Johnny! Redet er jetzt mit mir? Deaktivieren Sie die obere Reihe Überwachungssysteme. Hallo. Ich sneak jetzt einfach mal hier durch, ohne irgendwas zu machen. Ja. Haben wir überfüllt? Ich sicherlich nicht. Meine Güte, Mann. Okay. Ich glaube, ich muss hier rein. Kann es sein, dass ich gerade komplett zurückgehe? Ach so, das war's schon. Bitte? Gerne Heimlichkeit einschalten. Danke! Aber gut, scheinbar darf ich das ja nicht mehr.
Junge, jetzt hör doch auf rumzulaggen, ey. Hat der jetzt gerade ein Geschütz aufgestellt, die dumme Sau? Es geht. Junge, ich kotze langsam echt hier hin, ne? Ja, schieß noch mehr, Alter. Hässliches Missgeburtenkind, ey. Okay, also B, C, D. Und A gibt's nicht, oder was? A, ausverkauft? Gibt's halt echt nicht. Okay, also B, untere Ebene, obere Ebene ist C und D ist Präzige, ja. Aber ab, du freundliche Dame. Junge, wie oft soll ich noch Kreis drücken, Mann? Ey, es ist doch nicht dein verfickter Ernstspiel. Oh. Okay, jetzt muss ich es irgendwie schaffen. Vielleicht nicht auch weggehen, Alter? Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen still bin. Ich versuche das jetzt hier so zu deichseln, dass ich jetzt nicht nochmal gleich hier ran muss.
Der muss weggucken. Mich dahin, Alter. Ach, das ist original da, wo ich vorhin schon war. Warum lag jetzt unser Snipergewehr da oben in dem Ding drin? Cool, jetzt räche ich mich ja so selber. Ich lasse mal die Credits so laufen. Wir können in der Zeit schon mal ein Fazit ziehen. Also, oh, erstmal strecken. Holy shit. Also. Eigentlich kann ich nur Positives über das Spiel sagen. Also mir hat das... Ich habe ja damals die anderen Teile, mit Ausnahme von Killzone 1, glaube ich, auch gespielt gehabt, beziehungsweise in Teilen auf jeden Fall schon mal gespielt. Ich glaube, 2 habe ich, wie gesagt, komplett durchgespielt. Bei 3 weiß ich es nicht. Muss ich nochmal ehrlich gesagt gucken. Es ist mir halt schon sehr früh aufgefallen, dass es halt einfach schon grafisch viel, viel ansprechender für mich persönlich ist als Teil 2 und 3. Liegt aber auch daran, 2 und 3 sind halt damals noch für PS3 erschienen. Und ja, die PS4 kann halt nun mal mehr rausholen als die PS3. Und das können natürlich auch die Entwickler nutzen, um halt ihre Spiele hübscher zu präsentieren und zu verpacken und all den ganzen Kram. Also, wie gesagt, grafisch eine Wucht. Hat mir richtig gut gefallen. Hat die kleine Grafikhure in mir auf jeden Fall gefreut. Und genauso ist die kleine Soundhure in mir glücklich gewesen. Mit der kompletten Vertonung einfach. Von den Soundeffekten der Waffen, der Explosion, ja gut, die Explosion hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr Bass vertragen können, aber von den anderen Sachen war es gut. Auch ansonsten Soundtrack technisch, das hat alles sehr gut gepasst, war sehr stimmig.
In Szenen oder in Momenten, wo es halt sehr, ja, leidig wurde, sag ich jetzt einfach mal. Also wo halt sehr viel Leid und Elend präsentiert wurde, was mich jetzt ehrlich gesagt am meisten erinnert an Containment City. Das war, glaube ich, so das Beklemmendste von der ganzen Story. Da haben sie halt, ja, die Atmosphäre etc., die ist das für sich stehen lassen und haben halt nicht noch auf irgendwelche deepen Piano-Melodien und Sounds und was weiß ich nicht was gesetzt, sondern haben halt wirklich einfach die Bilder und die Atmosphäre, die Atmotöne für sich sprechen lassen, ohne irgendwie da noch irgendwas zu untermalen, weil es gereicht hat. So, und das war halt echt sehr gut gemacht. Dass man da halt die Balance gefunden hat zwischen, wir wollen, dass das Ganze halt stimmig rüberkommt, und aber auch die Passagen, in denen es halt, ja, stimmungstechnisch nicht um Action geht, irgendwie auch noch in einer adäquaten Weise präsentieren. Haben sie gut gemacht, weil sie dann nämlich komplett auf Sound verzichtet haben, beziehungsweise auf musikalischen Hintergrund. Und ja, in den Szenen, in denen es halt um Action ging, war mit guter Musik unterlegt. Hat mir richtig gut gefallen. Werde ich mir auch nochmal im Einzelnen reinziehen, sofern das auf YouTube oder auf Spotify oder sonst irgendwo zu finden ist, der Soundtrack von dem Game. Weil da doch einige Dinge dabei waren, wo ich sagen würde, ey, das kann man ruhig mal so als Hintergrundmusik beim Zocken von anderen Games oder so einfach laufen lassen. Und ja. Die Story an sich war jetzt, ja, ich sag mal, nichts Weltbewegendes. Es war halt eigentlich, ehrlich gesagt, so immer derselbe Krimskrams. Es gab teilweise Charakteren, die mir halt hart auf die Nüsse gegangen sind. Aber gut, eigentlich fällt mir nur eine Person ein, nämlich die Doktorin, was sie da von sich gegeben hat. Deswegen war ich sehr froh, als unsere Agentin-Freundin der Alten eine Kugel durch den Schädel gezogen hat. Fand ich echt cool. Hat mich sehr gefreut. Und ja, gut, der komische Professor oder was der Herr Stahl da auch immer war, man hat halt nicht so viel von ihm halt am Ende mehr mitbekommen, ne? Hier, dieser Tyron, der war auch nervig, aber nicht so nervig wie halt diese komische Tante, die diese Waffe gebaut hat. Bei dem Stichwort Waffe, ich hätte mir ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr daher gewünscht, dass man halt einfach mal, was weiß ich, so, weil er ja hier unser komischer Vorgesetzter am Ende so großtönig spuckt, ja, wir haben jetzt hier die ultimative Biowaffe und wir werden die Helgas komplett auslöschen und dann wird unsere Welt ja super geil und Baum. Hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen geiler gefunden, wenn man halt wenigstens mal visuell auch gesehen hätte, worum es da jetzt geht. Es ist irgendwie, keine Ahnung. Sorry, ist spät, war ein langer Tag. Geht es da jetzt irgendwie um so eine Kackbox oder so, wo halt irgendwie so ein Mikrob drin ist? Oder wie präsentiert sich dieser krasse Virus? Und wie funktioniert der vor allen Dingen? Wird der irgendwie einfach abgeschossen und der verbreitet sich in irgendeinem Umkreis? Oder wie läuft das Ganze vonstatten? Da ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Erzählung gewünscht, plus halt auch wenigstens dann halt einmal, wenn es halt nur für ein paar Sekunden ist, dass man aber wenigstens halt mal sieht, worum es halt hier geht, ne? Warum man den ganzen Spaß hier mitgemacht hat. Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es eigentlich nicht groß viel zu meckern. Das Einzige, was mich halt übel abgefuckt hat, und das hat man ja auch im ganzen Let's Play halt gemerkt, waren diese komischen Bugs, wo ich ehrlich gesagt immer noch nicht weiß, woher sie kommen. Also der Controller kann es nicht sein, weil ich zwischenzeitlich auch mal damit am Computer Rocket League gespielt habe und das alles tadellos funktioniert. Keine Ahnung, ob es eventuell auch an dem Düsenjet namens PlayStation 4 liegt.
der irgendwie scheinbar mit seiner Umgebung da nicht klarkommt und sehr schnell sehr heiß wird, dass es das vielleicht irgendwie sein kann, oder weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche komischen Ladezeiten, irgendwelche Puffer, die irgendwie nicht geleert sind oder nicht genug ja, Kapazität haben, um das Ganze flüssig zu machen, was mich ehrlich gesagt wundern würde, weil das ist halt ein PS4-Spiel, ein normales PS4-Spiel, und der Vorteil von einer Konsole ist ja, wenn ihr euch eine Konsole kauft und ein entsprechendes Spiel dazu, dann wisst ihr halt einfach ganz genau, dass das Spiel halt laufen wird. So, dass es halt nicht wie beim PC ist, wo es dann heißt, so, ja, tut mir leid, ihre Grafikkarte reicht nicht aus, um das Spiel selbst auf den minimalsten Einstellungen zu spielen. Oder was auch immer, so das Setup von der PS4 ist den Entwicklern halt bekannt. Daraufhin wird natürlich dann die Konsolenversion oder die Konsolenversionen, meinte ich natürlich, ausgerichtet, ne? Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo es jetzt hier gehapert hat, an welcher Stelle, aber ich sag euch ganz ehrlich, es hat genervt. So, Punkt aus, ihr habt es gemerkt, es war an den dümmsten Stellen, umgeben von Feinden, schon sowieso die Fresse mit Blei voll bekommen und dann auch noch irgendwelche komischen Bugs, was sie alles gemacht haben. So, du hast einen Spin gehabt, der nicht mehr wegging. Du bist plötzlich irgendwie nach links oder rechts gemoved, obwohl du gar nichts gedrückt hast. So, du hast geschossen, der ist aus dem ADS rausgegangen. Du hast gar nicht gedrückt, der hat einfach angefangen zu schießen, oder du hast geschossen, du hast nicht mehr die Taste gedrückt und er hat aber weitergefeuert. All solche komischen Bugs halt haben mir ehrlich gesagt so ein bisschen den Spielspaß kaputt gemacht. Sag ich ganz offen, und ich denke mir mal, das hat man auch an den entsprechenden Stellen sehr gut gemerkt. Aber nichtsdestotrotz hat sich's gelohnt zu spielen. Das tut dem Ganzen ja jetzt nicht so ultra krass den Abbruch, weil das eventuell, Fragezeichen, nicht am Spiel gelegen hat, sondern vielleicht auch einfach in irgendwelchen anderen Sachen, auf die ja, die Entwickler halt keinen Einfluss haben können. Und deswegen, ja, also wenn ich da mal dann aus Frustgründen gesagt habe, scheiß Spiel oder sowas so, dann war es nicht wirklich aufs Spiel bezogen, es sei denn, das Spiel ist halt wirklich schuld dafür, dass diese Bugs aufgetreten sind, dann scheiß Spiel. Nein, trotzdem gut Spiel, Spaß gemacht zu spielen, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja. Da habe ich halt original 7 oder 8 Minuten Fazit gezogen. What the fuck, Alter? Ey, wie, weißt du, man denkt so, ja, dann kommen halt so zwei, drei Sätze raus. Ja, war gutes Spiel oder so. Und ich laber halt und laber und laber und laber und spiele den Alleinunterhalter. Ja, aber so ist es halt, ne? Kenne ich vom Berufswegen her. Dass man halt teilweise dann den Alleinunterhalter spielt, plus dass man halt sehr viel redet und ja auch sehr ausführlich halt auf verschiedene Aspekte halt eingeht. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Ja, ich habe Grafik angesprochen, ich habe Sound angesprochen, ich habe Gameplay an sich, ja, im Prinzip auch angesprochen. Also klar, natürlich. Wenn es jetzt irgendwie ruckelfrei gewesen wäre, sprich mit 60 FPS statt 30, wäre es geiler gewesen. Es war sehr müßig teilweise, aber so ist es halt in der Konsolenversion, ne? Ich meine, das ist bei anderen Spielen ist das ja auch nicht großartig anders. Deswegen PC Master Race und so. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht für PC, das Spiel. Ich glaube, das ist halt wirklich, wirklich Konsole, ausschließlich Konsole. Und ich glaube, es gibt gerade wirklich nur auf der PlayStation 4. Könnte ich jetzt gucken, dafür müsste ich die Verpackung aber jetzt aus dem Ding jetzt rausholen. Mache ich auch eben schnell. Weil ist ja nicht weit. Ja. Ja. Hier steht es auch nochmal schön fett auf der Verpackung drauf, nur auf PlayStation. Also auch nicht auf Xbox zu spielen. Und ja. Das auf jeden Fall dazu. Also, falls ihr eine PS4 habt und irgendwann vergessen habt, wie die Story hier ging, dann holt euch das Spiel. Es lohnt sich zu zocken.
Gut, dass ich, by the way, wo wir beim Stichwort Lohn sind, der Cut hat sich gelohnt, weil wir jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde voll haben. Ja. Nice Game. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es davon eine Fortsetzung gab. Wann ist denn das hier rausgekommen? Lass mich mal eben nochmal fix für euch glotzen. Hier steht bei 2013. Okay, also seit 2013 ist kein Killzone mehr gekommen. Krass. Okay. Heftig. Heftig, heftig. Kann ich da echt nur sagen. Mal gucken. Also ist zumindest mein Wissensstand, dass danach kein Killzone mehr kam. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Ich hoffe, ich liege falsch, weil ich schon Bock hätte, nochmal neue Teile zu spielen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen, beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, wir... Was heißt denn jetzt hier überspringen und fortfahren? Also, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ja. Elite-Modus. Eine anspruchsvolle neue Art, Killzone Shadow 4 zu spielen. Ja. Ah, 10 Kapitel waren es doch. Wenigsten Tode ein. Traurig, dass ich da gestorben bin, ne? Wait, what? Ich bin da nur einmal gestorben? Seid ihr sicher? Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf wetten. Wenigsten Tode 5. Jesus. 6. Jesus. Ja, okay, aber ganz ehrlich, so hier, der Patriot, ne, war ja, glaube ich, die Scheiße mit dem Zug. Wie ob wir da einfach aufgrund von Lecks gestorben sind und auch allgemein. Also ich glaube, hätte es halt nicht so krass geruckelt, hätten wir deutlich weniger Tode gehabt. Wir jetzt freischalten und Koop spielen. Ah ja. So. Über. Kampagne. Mehr Spieler. Ah ja. Nein. Eventuell nicht. Genau, wir wollten nochmal. Können nochmal hier eben fix in die Designs reingucken. Alles gelockt, cool. War schön. Gutes Erlebnis. Sammelobjekte. Ja, sehen wir schon, was wir alles bekommen haben und was nicht. Ach so, das ist halt allgemein auf alle Voice-Dinger bezogen. Da haben wir die Hälfte ungefähr eingesammelt. Ja, hier Akten auch die Hälfte, beziehungsweise Dossiers. Oh, Newspaper haben wir fast jedes. Außer aus der dritten, aus dem vierten Kapitel. Comics haben wir nur die Hälfte. Ja, aber ja, das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal runnen, beziehungsweise vielleicht mal irgendwann in einem Stream oder so. Da kann man dann ja nochmal das eine oder andere Game zocken. Und ja. Gut, mehr gibt es auf jeden Fall nicht zu sagen zu Killzone Shadow 4. Ihr könnt gerne eure Meinung zu dem Game mal in die Kommentare ballern. War das euer erstes Killzone-Erlebnis oder habt ihr vielleicht selbst damals schon Killzone 1, 2 oder 3 gespielt? Wenn ja, was fandet ihr besser und gerne auch warum? Also nicht einfach sagen, oh, hier, Killzone 2 war besser. Ja, also einfach bitte auch sehr gerne begründen, was für euch so der Unterschied war, was ihr vielleicht auch an dem Teil, vielleicht gibt es ja auch einfach so kleine Stellschrauben, wo man sagt so, ja, weiß nicht, Kampfsystem in Killzone 2 war geiler, Waffen waren geiler oder irgendwie sowas, dass man das halt mal ein bisschen differenzieren kann. Ja, wie gesagt, eure Meinung gerne zu Killzone Shadowfall in die Kommentare ballern und dann werden wir uns auf jeden Fall beim nächsten Let's Play sehen. Die Liste ist noch sehr, sehr, sehr lang. Ja. Wisst ihr Bescheid? Mehr habe ich nicht zu sagen. Bis dahin. Haut auf jeden Fall rein. Cheerio.